Du dummer Haufen Scheiß! Und damit willkommen zu Wie und warum zähme ich einen Dilophosaurus? Der kleine Giftspritzer ist der erste Karnivor auf der Liste und somit auch der erste Dino, der sich verteidigen wird. Einfach auf ihn zustürmen ist am Anfang keine vielversprechende Option. Natürlich könntest du auch irgendwann mit der Keule Erfolg haben. Der Dilo ist jedoch so langsam, dass du ihn mit einer Schleuder deutlich leichter betäuben kannst. Solange nichts dazwischen kommt. Liebevoll schlafen gelegt geht es nun ans Füttern. Aber was frisst er denn? Er braucht Fleisch und dafür gibt es genügend Quellen. Du kannst entweder wilde Dinos zerlegen oder du erinnerst dich an deine Dodo-Farm. Natürlich wäre es grausam, deine liebevoll gezähmten Dodos dafür zu entwenden. Sie haben aber bestimmt nichts dagegen. Wenn dir das Füttern mit normalem Fleisch zu lange dauert, gibt es einen kleinen Trick. Mit Filet ist es deutlich effizienter. Und wenn du nicht gerade starke Dinos dafür jagen möchtest, kannst du auch deine Baby-Dodos nehmen. Schlüpflinge sind so zart, dass immer ein schönes Stück Filet für dich rausspringt. Einfach köstlich! Nun kannst du deine eigene Dilophosaurus-Armee aufbauen. Hallo Dolly! Denn umso mehr, umso besser. Auch hier kannst du eine Bola verwenden. Aber Vorsicht vor dem Giftschuss. Durch die Bola kann er nicht mehr fliehen und mit ein wenig Abstand kannst du ihn auch knüppeln. Begleitet von Dilos hast du immer einen Aufräumtrupp. Alle Leichen werden beseitigt. Aber ihre wahre Stärke kommt mit der Gruppe. Mit einfachen Befehlen folgen sie dir. Alles, was ansatzweise dein Feind sein könnte, wird vernichtet. Selbst größere Dinos. Auch wenn sie mit ihrem giftigen Speichel Gegner um 50% verlangsamen können, macht sie das nicht unsterblich. Bei stärkeren Räubern solltest du ihnen ein wenig helfen. Sehr effizient. Ansonsten kannst du deine Armee als Schutzschild verwenden. Manche besonders engstirnige Dinos werden nur dich als Ziel haben und erkennen mit ihrem kleinen Gehirn nicht das Problem. Das funktioniert aber nicht bei allen Räubern. Alter! Bei diesem Spino hier zum Beispiel würde es klappen. Wenn man sich besser anstellt. Fuck! Kleine Zusatzinfo. Dilos schweben gerne. Nicht wundern, das kann passieren. Nun bist auch du ein Experte und weißt, wie und warum du einen Dilophosaurus zähmen solltest. Für mehr Tipps gibt es hier drüben eine Playlist. Oder du lässt direkt ein Abo für mich da.